Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Vlog. Vlog Nummer 6. Soweit ich das sehe. Ich wollte hier gerade surfen in Agucadura. Aber leider nicht möglich. Die Wellen brechen am Strand so direkt ein. Und jetzt gucke ich mir noch den Sonnenuntergang mit der Drohne an. Und dann geht's weiter nach Porto. Sind diese Pimentos heißen die. Oh, ich habe gar kein Licht hier. Das sind so eine Paprikateile. So eine kleinen Paprikadinger. Und die haut man einfach mit Zwiebeln, Salz, Pfeffer in die Pfanne, bisschen Knoblauch. Das schmeckt richtig geil. Und dann schnappt man sich die einfach und zieht die so als Ganzes rein. Die sind auch nicht scharf oder so. Die schmecken halt einfach nach dem, wie man sie würzt, so ein bisschen paprikamäßig. Ein ganz Hauch, wirklich, die sind nicht scharf. Hauch, Chili und dann halt Salz, Pfeffer, Zwiebeln, Knoblauch. Bevor der feuchte Ritt weitergeht, suche ich eine Pandaria, das ist eine Bäckerei. Und ich habe gehört, die haben richtig geilen Kaffee. Und es ist richtig geil. Ich kann euch das nur empfehlen. Diese Läden, die sehen aus wie Friseursalon. Von außen ist alles verspiegelt, also verglast und verfließt. Und von innen sind auch Fliesen und Plastikstühle und so. Da dürft ihr euch nicht wundern. Und in der Bar sind dann alle Sachen ausgelegt, die man haben kann. Also es ist wie in Spanien mit den Tapas. Nur es ist 10.000 Mal geiler hier. Du bestellst einfach die Sachen, die du haben willst. Du kriegst das dann geliefert mit deinem Kaffee dazu oder so. Und dann setze ich mich da hin und gucke mir die Szenerie an. Und folgendes, es ist einfach zu geil. Ich liebe das so, ne? Warum gibt es das in Deutschland nicht, ne? Es ist so, ich setze mich da hin und beobachte dann die Leute, ne? Und dann kommt so eine ältere Frau rein, geht auch an den Tresen, bestellt das, was sie immer bestellt. Die hat gar nicht in die Aussage geguckt. Und da redet dann mit dem älteren Herrn, der neben ihr steht. Der stand aber schon vorher da. Den kennt die scheinbar, kennt sie schon, aber halt nicht mit dem zusammengekommen. Und dann reden die übelst laut, sodass das ganze Bar hören kann. Ich habe es leider nicht verstanden. Das Dreiergespann, Kassiererin, älterer Herr, ältere Frau, fangen übelst an zu lachen. Die ältere Frau dreht sich um, guckt so eine andere Frau an, hinten, ganz am Ende der Bar. Die lacht dann auch mit. Dann geht sie darüber, erzählt noch mit denen. Also das ist alles so eine riesengroße Familie, die sich da irgendwie morgens treffen. Das ist echt cool. Highlight von der ganzen Geschichte. Oh, ich habe fast 2 Minuten erzählt. Ich weiß nicht, ob sowas immer gut ankommt bei YouTube, wenn man 2 Minuten über so eine Kleinigkeit erzählt. Aber das Highlight ist, also ich hatte so einen fetten Berliner mit Aprikosencremefüllung und dann hatte ich noch so eine Croissant, aber das war nicht Buttercroissant, das war so eine Art Vanillecroissant oder sowas. Ein Cappuccino und ein Espresso und ich habe insgesamt gezahlt 2,75 einfach. Ich habe 2,75 gezahlt. Es ist der Hammer, ohne Scheiß. Freue ich mich am allermeisten. Das ist für mich Urlaub einfach. Wenn man irgendwo hingeht und diese ganze Szenerie erleben kann. Ich bin auch extra nicht in der Stadt oder so. Ich bin auf einem ganz kleinen Dorf. Könnt ihr euch das mal hier angucken, wie das hier aussieht. Das ist die Hauptstraße von dem Dorf hier. Und das da ist der Bäcker. Dieses weiße, helle Haus, was voll mit Fliesen ist. Jetzt geht's weiter nach Porto. Und ich hoffe, der Vlog wird nicht allzu lang. Auf jeden Fall probiere ich unter 10 Minuten zu bleiben. Ich mache in Porto auch nicht so viel Quatsch. So wie in Santiago.
bin in Porto angekommen. Auf jeden Fall Sonnenmilch auftragen. Ich weiß, bei euch ist es kalt, aber hier sind es immer noch 25 Grad und die Sonne ist gerade erst aufgegangen. Also, und ich habe mein Fahrrad dabei, was eigentlich ziemlich geil ist. Weil wer hat als Tourist sein Fahrrad dabei, Alter? Keiner hat sein Fahrrad dabei. Leck mich am Arsch, ey. Porto kann einiges. Ich war hier gerade hinten in dem Laden drin. Da ist der Besitzer, guckt gerade raus. Und hab dort Portwein probiert. Mir geht's schon wieder richtig gut, ey. Weil ich bisher auch einfach nur das Frühstück gegessen habe. Und jetzt suche ich mal weiter. Es gibt hier einen Laden, der heißt Hungry Biker. Weil ich mein Bike schon dabei habe, muss ich da hinfahren. Porto kann echt einiges. Es sind super viele kleine Gassen. Und es gibt in jeder Gasse immer was zu entdecken. Und dann gibt es oben diese Aussichtspunkte runter auf den Fluss, die richtig nice sind. Und ich finde auf jeden Fall auch, dass Porto nicht so eine Großstadt-Feeling ist. Du läufst halt durch die kleinen Gassen und siehst gar nicht, dass da noch so viel drumherum ist. Und das ist richtig schön. Ich empfehle allerdings, wenn man so eine riesen Kamera dabei hat, ohne Fahrrad die Stadt zu bereisen. Es gibt auch Bike Rentals, also es ist ziemlich cool mit dem Fahrrad hier rumzufahren. Vor allem, wenn du auch ein Stück oben bist, dann kommst du auch ein bisschen weiter, habe ich jetzt auch gemacht. Allerdings, wenn man halt nur eine Hand frei hat, ist das bei den Steigungen halt richtig schwer. Das habe ich nicht bedacht. Und ja, also ich kann euch Porto nur ans Herz legen. Es ist richtig geil, hier vorbeizufahren. Für mich geht es allerdings jetzt schon weiter nach Peniche, weil ich surfen will, aber man kann hier durchaus auch 2 oder 3 Tage bleiben. Es ist eine richtig, richtig coole Stadt, um auch Mitbringsel zu kaufen oder sowas. Habe ich auch nicht gemacht. Also, wir sehen uns nächstes Mal beim nächsten Vlog. Peniche. Und jetzt habe ich super viel gefilmt die letzten Tage. Nächsten Tage filme ich etwas weniger. Und weil ich ja vor allem surfen will. Ja, und Outro diesmal. Windschutzscheibe wieder. Und raus aus Porto, würde ich sagen. Also, macht's gut. Ciao.